Achso, ich habe schon die Aufnahme gestartet. Oh. Oh. Hallo Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftsmatter 50. Ich habe mich gerade gewundert, ich habe schon die Aufnahme gestartet. Schneiden wir natürlich raus. Klar, auf jeden Fall. Das bleibt natürlich nicht drin. Ihr habt da jetzt gar nichts von mitgekriegt. Ne? Alles gut, alles gut. Alles gut. Alles okay. Cool bleiben, Ich war Freunde. nur so, wir beide singen und ich schmatze neben. Ja. Schmatzen? Oh, jetzt fällt mir ein richtiger Song ein. Das war halt so verdammte Ohrwurm letzter Zeit, ne? Ich bring dich um. Ich schachte Krieg doch. dich wieder scheiß Stein auf. Heute hat mich auch so ein Stück Eisen aufgeregt. Eisen hat mich aufgeregt. Ja, ein Stück Eisen. Oh ja, gut, das ist ja, Eisen regt einen generell auf, ne? Kannst du Felix auch fragen, der ist das durchgedreht. Weißt du, rostig war oder? Nö, mit dem Rost hat er sich mittlerweile abgefunden. Er hat zweimal Handschuhe gehabt. Eine Rostvergiftung. Aber, nö, so, weil wir diesen Rahmen von unserem Bohrer nicht so richtig, weil wir dann ein paar Löcher vergessen hatten zu bohren und dann, naja, in die Bohrmaschine einen kompletten Rubber, der 70 Kilo nicht dran zu tragen, ist schon mal schwierig. Ja, klar. Na, was heißt komplett? Er war ja noch nicht mal komplett, das ist ja schlimm, ne? Naja, so ist das, ne? Katastrophe. Ich denke die ganze Ganz Zeit, du hast schlecht. einen Unfall hier unten an der Hütte gebaut, die Kreuzung, wo du dann in diese kleinen Nebenstraßen einbiegst, weil ich weiß, ich bin heute irgendwie blind auf beiden Augen, weil das sieht immer von weitem aus, als stehst du da mit der Bulle. Jetzt Obwohl. steht dieser Penner hier unterm Baum, hat sich verhakt und hat die ganze Zeit, wo wir da weg waren, nichts gemacht. Okay, dann kann ich ja langsam zu dir herschleichen. Alte Flugspaten. Die alten Kackermaule hier da. Kackermaule ist auch ein schönes Wort, ne? Flugspaten. Also Klappspaten kenne ich, aber Flugspaten? Ja, so das ist ja. Nicht schlecht. Ja. Juhu. Alter Flugspaten, du. Oh, alter Jempeller. Wollen wir eine kleine Strichliste machen? Deswegen. Das würdest du gerne wissen, wa? Achso, wegen Kartoffeln. Nein! Ach, das ist mir scheißegal, das sind noch kleine Kartoffeln. Ist ja nichts mit So. Kartoffeln. Oh, ich Wegen, wieso? brauche einen Stift. Wegen was denn? Paul, mach dich doch mal nützlich! Junge, 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 Junge! Hat vier Pfoten, aber keine frei. Ich habe nur nicht mal einen Kugelschreiber hier auf dem. Ach, da ist er. Wofür willst du denn jetzt schon wieder eine Strichliste machen? Jetzt habe ich gerade meinen Melder runtergeschmissen. Das ist kein Melder, das ist ein Melder-Empfänger. Oh Mann, ey, die Spinner schiebt mich hier an den Wagen. Und jetzt Was? macht er den auch noch voll. Ich dreh durch. Ja, ein Funkmeldeempfänger, wenn ja, nicht ein Ja, hab ich ja Funkmelder. gesagt. Nee, ey, wenn heißt das Ich hab doch Funkmeldeempfänger. gesagt, Funk. Ach nee, ich wurde ja unterbrochen wegen diesem Funkmelder Penner. hast du gesagt. Ja, ich wollte Funk-Meldeempfänger sagen. Ja, dann sag's doch auch doch. Warte Ja, mal, konnte ich ja Freunde. nicht mehr. Ich wurde ja unterbrochen von diesen Idioten. Ach, Leute, Leute, jetzt komme ich da nicht dran, ey. Warte, ich komme So. gleich wieder. Ja. Hallo? Mach dich nicht verrückt. Hallo. Ach ja, Hallo? genau. Hallo. Hey, Dicker, na? Jetzt ist der Paul auch da, wo ich den Kugelschreiber gefunden Hallo. habe. Hallo. Hallo, 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 ist Doris irgendwo? Wo war das denn? Hallo. Hallo? Ich weiß es gar nicht mehr. Da ging irgendwas auf jeden Fall nicht. Ja, stimmt, genau, das war dein. Das war bewährte Medientechnik. Ach so, wo ich den Stecker aus der Wand gerissen Ja, habe. Nee, komplett. Das sehen wir alles aus sofort. dem Bildschirm. Warte, warte, Pauchen. Du kriegst gleich weitere Streiche einhalten. Ich muss nur ganz kurz hier zwei Striche machen. So. Und jetzt, wie lange brauchst du denn da, bis ich da wieder abfahren kann? Ich bin voll. Ja, wie immer. Ja, kann man Ja. so sehen. Ja, das ist schön. Na, dann warte ich eben, bis der Rübenruder, der Kartoppelruder von mir voll ist und dann hau ich auch wieder ab und ja. In der Zeit genießen wir einfach mal kurz das Leben. Genießen dein Leben. Ne? Ich muss mich hier über diese scheiß Bio-Kartoffeln aufregen. Wir zwei Leuchtturmwärter, ein Hund, zwei Bier und ein Besucher, der gerade schläft. Denn wir sind Leuchtturm, ah, schieß mich so. Und bitten Sie jetzt erneut nochmal Ihren Kurs auf 15 Grad zu verändern.
Ach ja, schon lustig, ne? Ich hätte ja mal gerne die US-Marine gesehen, damit die ihre Fresse. Ich, aber naja, wo war das? Irgendwo im Radio, ne? Ja, weil in der Frankie Morgan Show. Ja, gut, die Scheiße höre ich ja Ja, nie, aber. ich scheiße euch auch nicht, aber ich hatte die Tage ein Video bei YouTube gefunden. Das war von der Frankie Morgan Show oder wie der Typ auch heißt. Und ja, also jetzt nichts gegen den Typen. Er ist schon ganz cool und nett und macht auch sein gutes Radioprogramm, aber Die Musik und so, das geht gar ja, nicht. das geht gar nicht. Das ist einfach nicht unser norddeutscher Stil, ne? Das ist einfach, das ist Katastrophe ist das ja, ne? Ja, so. Also da wisst ihr langsam auch, wie es bei uns abläuft, ne? Nee, auf jeden Fall, da haben sich irgendwie so zwei in Spanier, ein spanischer Leuchtturm hat sich an der US-Marine, von denen irgendwie ein Flugzeugträger gewendet da, weil der auf die Küste zugesteuert hat und dann haben die ihn angefangen, dass er um 15 Grad seine Dingensbummels verändern soll. Dann hat die US-Marine gesagt, nö, machen wir nicht. Und dann haben die gesagt, die Spanier sollen den Kurs ändern. Und dann haben die Spanier doch nochmal die US-Amerikaner gebeten, den Kurs zu ändern. Dann haben sie gesagt, pass auf, du, wir haben U-Boote, wir haben Tarnkappenbombe oder was weiß ich, was er da gesagt hat und was wir noch alles haben. Pass auf, du, wir können auch gleich die Konsequenzen hier einleiten. Und dann hat der Spanier ihn aufgeklärt, dass er volle Lotte aufs Festland gerade zugreift und es brenzlig für ihn ausgehen könnte. Und dann war der Funkverkehr abgebrochen. Natürlich haben alle überlebt und ist auch nichts passiert, aber die Amerikaner waren dann erstmal, glaube ich, die haben sich so ein bisschen gedisst gefühlt. Obwohl es ja eigentlich nur die Ehrlichkeit war. Oh, steigt doch einer. So, und jetzt müssen wir einmal ganz kurz rüben, Doppelruder hinterher gurken. Und dann fahren wir auch wieder unsere Fuhre weg. Wollte gerade sagen, der hat ein Lipper-Kennzeichen, ja, der hat ein LA-Kennzeichen. Der Deutsche hat ein. Ach nee, das ist ja nicht. Nee, die anderen haben ja immer ein Lipper-Kennzeichen. Ja. Hallo? Nee, ich sag's jetzt lieber nicht. Man fühlt sich noch beleidigt. Ja. Nein, nein, die Lipper, die sind schon nette Leute, ne? Ja, auf jeden Fall. Nicht vielleicht. Aber Teilweise. naja gut, ne, es gibt da natürlich auch welche, die andere Tätigkeiten gut können, aber viele, nee. Alles supi. Schöne Grüße an alle Lipper, die gerade zuschauen. Wahrscheinlich Alles. keiner. Lipper mögen mich schon alle nicht mehr. Obwohl Lippe ist groß. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch sogar. Ja. Nein, nichts gegen Lipper, aber was lachst du da jetzt so? Also ich hab nichts gegen Lipper. Bist du hier rassistisch gegen Lipper oder was? Ich schmöcker Nein. ich dir doch mal rein, oder? Nein, ich doch nicht gegen Lippa. Nein, eigentlich nicht, also nicht alle. So. Thorn bezeichnet ja die Lipper bei uns im Landkreis als Auswanderer. Wenn die mit ihrem Nein, Auto, tue ich nicht. wenn Urlauber mit einem Lipper-Kennzeichen, also mit einem LIP-Kennzeichen, bei uns in den Landkreis einbiegen. No intention, people. Was? Nix. Mann. Ich sag's vielleicht nicht. Es könnte Probleme geben. Nein, nicht Ja, in das den Haufen Ganze. mit rein. Ey, sag mal, gerade eben bin gerade bei mir das Ganze. Also, irgendwas läuft hier gerade schief, mit der LS. Also, ich habe hier 30 Frames gerade gehabt. Ich komme hier nicht mehr raus. Kommst du nicht mal raus? Nein. 30, ja. Also, scheiß Verkloppte, der besser da. Kein Wagnerleben. Ja, du, das sagt man, ey. Tja. So, was los wieder, du, dicke Backen oder boah? Digga, Bergen oder was? Bock auf Maiskutschen oder was? Junge, Ja, Bock wo auf denn? mein Kutschen oder war? Wo denn? Hinter einem Buch, ich bestimmt nur einen Rösele. Ja, warte, ich schick die Alte eben nach Hause. Es geht los jetzt. Ach ja. Da muss ich anwechseln.
So eine Scheiße. Eine Scheiße. Dauernd ist der Träger dreckig. Den muss ich mal wieder putzen. Das geht mir tierisch auf. Sag mir dir aber sagen. Will ich aber sagen. Ich habe jetzt noch einen Haufen gemacht und der geht genau bis ans Tor. Genau dran. Nachdem ich erst so ein paar Kilo mit in den anderen Haufen gekippt. Jo, das ist schmögen, will. Der andere, wie viel gehen da? 45 Tonnen, glaube ich, ne? 45, glaube ich. Ach, 45. 45 Tonnen, So. Ich habe übrigens schönes Zweitakteröl gerade auf dem Tisch stehen. Also mein Schreibtisch ist eher zu so einem Bürotisch an der Werkstatt geworden letzter Zeit. Aber schön auf, ne, das Öl. Und schön ausgelaufen mit so einem nassen Öllappen daneben. Nein, das nicht. Das ist nur versiegelt und zu. Und wir haben uns vorhin unsere Planzeichnung für den Gruber, die wir nicht einmal gebraucht haben, auch auf so einem schönen, siffigen Stück Pappe gemacht. mit so einem alten Schmierstift schön auf so einem siffigen, öligen Stück Pappe. Ja, das ist doch schön. Das zeigt doch Kultur, ne? Tja. Ja. Wo findest du denn heute noch sowas? Opa, du. Hat gerade voll gepasst, ne? Ja, Zweitakter Öl. So ist das. Beste Öl, was es gibt. Kannst auch jetzt Getriebeöl benutzen. Oder in Diesel mit reinkippen für die Trecker, das wird auch gut. Ja. Machen wir mal. Oder einfach Frittenfett benutzen. Na, Frittenfett geht nicht so gut. Also, dann muss es schon ein schönes altes Frittenfett sein. Stimmt das auch. Nee, es gibt da so einen Bauern, der benutzt immer Frittenfett. Ja. Da gibt's nicht, ich glaube, Niklas weiß auch, wen ich meine. Da gibt's nicht nur einen Bauern. Felix wüsste jetzt sofort, wen ich meine. Da gibt's nicht nur einen Bauern von. Ja, der Trinker schinkt immer schon wie so eine Pommesbude. Oh, da denkst du echt immer, der Pommes, hier so ein fahrbarer Grill kommt um die Ecke und dann kommt diese Karre da um die Ecke gegrillt. Oh, ich muss gerade durch die Pfütze durchfahren. Keine Trittbretter mehr dran, denn der Karre auf den Kühlergrill eingeschlagen. Du, ich war mal... Spätestens jetzt weiß ich, glaube ich, wenn ich mal. Ja, ich weiß, ich muss... Also, ich weiß es. Ja. Ich wusste es aber schon vorher. Im Urlaub... Hilf mich doch, Marsch! Im Urlaub, ja. An der Nordsee mal, ich weiß gar nicht, wann das war, da war auch ein Urlaub, da war auch so ein Fiat-Trecker, da war der Kühlergrill so dermaßen eingeschlagen, da dachtest du, der hat, du weißt ja, unsere Themen, unsere netten Menschen, die wir immer bei Mafia 2 immer ab und zu mal so, ne? So sah der Kühlergrill quasi aus, so. Als hätte der so Menschenhorden, um Einlass gebeten. Also, so sah also sehr gepflegt. Ja, sehr gepflegt auf jeden Fall. Da dachte ich mir nur so, der hat Ahnung von Technik, der pflegt seine Maschinen. Wie ich? Ja. Von nein, ich pflege sehr wirklich, also da kann man eben nichts sagen. Naja, klar. Was denn? Nichts. Ich habe die Waage mal hier am Rande hingestellt, weil ich da jetzt reinkutsche. Mach doch, was du willst. Weil ich da jetzt reinkutschen muss, damit ich da ablachen kann. Ist alles ein bisschen enger hier in unseren Stallgebäuden, ne? Oh, die Penner steht hier schon wieder mit. Hat nichts getan. Ja, was für Eier. Das ist eine Vollung, ey. Kenn ich noch so einen, der immer so tut, als würde er was machen, aber doch irgendwie nie was macht. Kenn ich, glaube ich, auch, oder? Ja. Also ich weiß nicht, fängt mit F an. Ja, achso. Nachnamen mit. Nee, ich glaube R. R, glaube ich. Ja, okay. Boah. Ja, was denn? Bist sehr freundlich. Ja, was denn? Der lässt gerade die Eier baumeln an der Nordsee, weißt du? Und ich musste plöden nachts, weißt du? Hab seine Mutter aus lauter Frust abgelöst. Die war noch am Plöden gewesen. Der eigene Sohn fährt in Urlaub. Das ist doch Liebe. Ja, merkt man. Ja, Mami, ich fahr jetzt erstmal in Urlaub. Mit meinem allerbesten Freund. Ja, mach doch, was du willst. Leck mich doch mal am Arsch, ne? Nein, nur Schluss. Weißt du, und wir müssen hier schuften. So, jetzt habe ich mich wieder beruhigt.
Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Und jetzt wird weiter diskutiert. Alter, diese scheiß Kameraperspektive hier in einer Tour, ne? Aber das passt jetzt einigermaßen, sonst flippe ich jetzt aus. Ich glaube, Tom schlägt mich da noch tot, das ist auch so ein Problem. Alter, ist es knapp. Der Rübenberg hängt jetzt so ein bisschen in die Einfahrt rein, aber nur so ein bisschen, sieht aber geil aus. Sieht wirklich geil aus. Gell? Da können wir nämlich richtig mögen, du. So. Warum da Tore drin sind, weiß ich sowieso nicht. Brauche ich sowieso nicht. Wie bitte? Ich sag, warum da Tore drin sind, weiß ich auch nicht. Die brauche ich sowieso nicht, die Scheiße. Ja. Hier bleibt ja eh alles offen stehen. Ja, nochmal schon. Ja. So, Freunde. Ich würde auch mal sagen. Kein Kommentar. Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns aber jetzt auch schon wieder für diese Folge. Daumen auch mal nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir haben ja schon richtig Rübenberger liegen, du. Mein lieber Schwein. Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Ach, ja, hör doch auf, Mensch. Beide dieselbe Sorte. Ja, gut. Alles Erdknollen. Ja, genau. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Tschüss.